und damit herzlich willkommen zu Zervakis und Oppenhövel live. Wir sprechen heute darüber, wie es den Menschen geht, die alles zurückgelassen haben und sich nach Deutschland gerettet haben. Maximilian Schwarz ist bei uns. Sie sind Psychologe und kümmern sich vor allem gerade um Frauen und Kinder, die es nach Deutschland geschafft haben. Sie sind quasi seit 20 Tagen im Dauereinsatz, im Ausnahmezustand. Was erzählen Ihnen die Menschen, die Sie treffen? Ja, also wir hören ganz verschiedene Geschichten von den Menschen und ganz verschiedene Erlebnisse. Was für mich immer so ein ganz einschneidendes oder ganz einschneidende Geschichten sind, sind auch die Fluchtgeschichten. Mir berichten Menschen, dass sie 10 Tage lang zu Fuß unterwegs gewesen sind. Wenn man sich dann die Schuhe von den Menschen anguckt, dann kann man das auch sehen. Ich habe noch nie so durchgelaufene Schuhe gesehen, die dann nachts in Frankfurt-Oder zum Beispiel ankommen und dann eigentlich per Anhalter weiterfahren und dann an einer Raststätte abgesetzt wird. Und dann gibt es ganz viele freiwillige Helfer und Helferinnen, die sich dann organisiert haben und von der Tankstelle oder Raststätte irgendwie Bescheid bekommen, dass da jetzt jemand ist, die dann privat unterbringen. Also da gibt es ein total gut strukturiertes Netzwerk, aber es läuft alles so ein bisschen unterhalb der staatlichen Radare sozusagen oder der staatlichen Systeme. Ja, wenn ich das höre, dann fühle ich mich manchmal hilflos und ich nehme an, es geht vielen von Ihnen zu Hause auch so. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, wie wir gerade gehört haben, zu helfen, wo man kann. Wie ist das bei Ihnen? Helfen Sie, sagen Sie ja, mit persönlichem Einsatz oder mit Geld oder Sachspenden? Oder sagen Sie, ich würde gerne mehr tun, weiß aber nicht wie? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Stimmen Sie gerne ab in der ProSieben-App. Und dann möchte ich Ihnen bei mir noch vorstellen, heute die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Solidaritätsforscherin Professor Dr. Alena Büchs. Sie kann uns erklären, warum die Hilfsbereitschaft gerade so groß ist und vielleicht auch, wie lange sie möglicherweise anhält. Und Gordon Ripinski ist bei uns. Er ist stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer und berichtet eigentlich seit Jahren über den Russland-Ukraine-Krieg. Schön, dass Sie alle hier sind. Frau Büchs, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen von den Menschenmassen, von den Menschen, die hier ankommen? Was passiert dann bei Ihnen? Also ich bin sprachlos. Das ist so unvorstellbar furchtbar. Herr Schwarz hat es ja auch gerade berichtet. Das ist, man kann das schwer in Worte fassen. Das höre ich sehr, sehr viel im Moment. Und das Einzige, was einem in diesen Tagen irgendwie so ein bisschen Hoffnung gibt, das ist, dass es so viel Hilfsbereitschaft gibt. Das finde ich wirklich enorm und durchaus auch fast ein bisschen erstaunlich. Wir kommen ja gerade erst aus einer großen Krise. Ja. Und ich hätte das ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, dass schon alle wieder so bereit sind, so viel zu unterstützen. Das finde ich wirklich toll. Sie sprechen quasi die Corona-Pandemie an, die Erschöpfung, die diese Pandemie quasi mit sich getragen hat. Herr Ripinski, was glauben Sie, was kommt da noch auf uns zu? Was glauben Sie, wie viele Menschen versuchen, das Land noch zu verlassen? Hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie es auch sich weiterentwickelt vor Ort. Wir haben jetzt ungefähr 3 Millionen Flüchtende aus der Ukraine. Ungefähr 180.000 sind in Deutschland angekommen. Das UNHCR schätzt bis zu 8 Millionen, wenn es so weitergeht, könnten sich dann tatsächlich auf den Weg machen. Also das sind Dimensionen, die kann man sich, glaube ich, jetzt noch gar nicht vorstellen. Wie sicher sind denn die Fluchtkorridore? Also wenn wir uns jetzt die Bilder anschauen, dann hat man das Gefühl, dass immer wenn gesagt wird, ja, die Fluchtkorridore können genutzt werden, dass aber doch immer wieder Zivilisten beschossen werden. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Ja, das ist so. Das sieht man in allen Orten eigentlich im Land, in all den Städten, die auch belagert sind. Mariupol ist so eine Stadt am Asowschen Meer, wo immer wieder tagelang darüber verhandelt wird, ob eben über Fluchtkorridore eine Möglichkeit gegeben wird, dass die Menschen diese Stadt verlassen können, die ja wirklich eingekesselt ist. Also die haben ja dort auch keine Nahrung mehr, keine Versorgung. Die müssen da raus und die können es nicht. Und deswegen ist es ein sehr, sehr vages, sehr, sehr unsicheres Unterfangen mit den Fluchtkorridoren. Und da muss viel mehr passieren noch. Schwarz, was haben Sie so erlebt? Sie haben gerade erzählt, die Menschen haben Wege auf sich genommen. Welche Kräfte setzt das in Menschen aus? Also diese Ausnahmesituation? Naja, es ist in allererster Linie natürlich eine unglaubliche Belastung, die Menschen dann erstmal auch schaffen, weil sie natürlich ja bedroht sind, weil Leib und Leben bedroht sind. Aber die Menschen machen ganz viele traumatische Erfahrungen entweder auf ihrer Flucht oder die Fluchtgründe. Menschen, die bei uns untergebracht sind, berichten davon, dass sie Raketenbeschüsse erlebt haben, dass sie andere Kampfhandlungen erlebt haben. Und das ist natürlich eine riesige Belastung für die Menschen, die auch dazu führen kann, dass sie irgendwann dann auch psychische Auffälligkeiten entwickeln.
Ja, Herr Schwarz, wir haben gerade das Beispiel gesehen von dem 14-jährigen Mädchen, das nicht mehr ist. Ist das so eine typische Reaktion oder was sind andere Reaktionen, die Sie beobachten? Man kann das ein bisschen unterteilen und sozusagen in direkte Traumafolgesymptome und eher so indirekte Traumafolgesymptome. Bei den indirekten gibt es eigentlich kann man sagen, dass ein breites Spektrum an psychischen Auffälligkeiten auftreten kann, also wie Essstörung zum Beispiel oder auch Depressivität, affektive Auffälligkeiten oder auch Substanzmittelkonsum, Alkoholkonsum steigt durch belastende Ereignisse natürlich. Und dann gibt es direkte Traumafolgesymptome, die sich dann meistens in der posttraumatischen Belastungsstörung subsumieren lassen. Das sind dann so Sachen wie, dass ich immer an das Ereignis denken muss. Ich kann es nicht aus meinem Kopf kriegen. Ich habe Albträume davon. Ich habe so das Gefühl, dass ich ständig auf der Hut bin, ständig angespannt bin. Und ich versuche so ganz bewusst, bestimmte Sachen zu vermeiden. Ich versuche dann, bestimmte Musik nicht mehr zu hören, weil es mich so stark daran erinnert. Und es lässt mich nicht mehr los. Und das ist dann eben eine posttraumatische Belastungsstörung. Wenn Sie das ansprechen, was bedeuten dann diese Kriegstraumata für das weitere Leben der Betroffenen? Kriegt man das weg oder ploppt das immer wieder auf? Also wir wissen aus den empirischen Arbeiten, aus den Studien, dass ungefähr die Hälfte, dass ein Viertel bis die Hälfte eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln wird innerhalb des ersten Jahres nach dem traumatischen Erlebnis. Und von diesen 25-30% wird es dann nochmal einen Teil geben, die chronische Auffälligkeiten aufweisen werden und die es enorm schwer haben werden. Was ist das zum Beispiel? Also die einfach chronisch sich damit mit diesen Ereignissen auseinandersetzen. So, okay. Die Erinnerungen nicht loslassen können, immer wieder Albträume haben und dann natürlich auch eingeschränkt sind in ihrer Teilhabe in der Gesellschaft. Zwischenmenschliche Beziehungen sind schwierig. Da können dann eine ganze Reihe an Folgeerscheinungen auftreten. Man nennt es auch Kaskadeneffekte, weil dann eins nach dem anderen. Jetzt haben wir in den Medien auch oft Bilder gesehen von Kindern, die ohne Eltern bei uns ankommen. Was passiert mit denen? Wie können wir uns um die kümmern? Also für die Kinder, die ohne Eltern ankommen, ist das Leid natürlich noch mal erheblich größer als für die Erwachsenen, die ankommen. Und die meisten Kinder, die hier ankommen ohne Eltern, werden in Kinderheimen untergebracht oder in Wohngruppen, kommen zu Pflegestellen oder Pflegeeltern. Aber die haben natürlich ein ganz großes Risiko, auch in ihrer Entwicklung einfach zurückzubleiben oder da Entwicklungsverzögerungen zu zeigen und auch längerfristige Auffälligkeiten zu zeigen, die dann auch wiederum schwierig sind oder in Verbindung stehen einfach mit Schwierigkeiten in Schule, Beruf und so weiter. Ich spreche an dieser Stelle gleich weiter. Wir merken ja, nicht nur in Deutschland ist die Solidarität gerade sehr groß, sondern auch in den Nachbarländern der Ukraine. Und an der rumänisch-ukrainischen Grenze steht meine Kollegin Svanche von Massenbach. Svanche, du bist seit 2 Tagen in Siret. Wie erlebst du es dort? Wie ist es? Die Situation ist natürlich auf der einen Seite eine sehr beklemmende. Wir stehen hier an der Grenze, am Übergang in Siret zur Ukraine. Und die Menschen, die hier ankommen, die kommen mit ihren Rollkoffern, mit Plastiktüten und mit Sporttaschen. Das ist das eine. Das andere, was aber wirklich schön ist in dieser sehr tragischen und dramatischen Situation, sind diese Glücksmomente, die es hier gibt. Es gibt einen Stand, da gibt es Kuscheltiere und Puppen und Spielzeug für Kinder. Und gestern war ein Mädchen, vielleicht 7 Jahre alt, die hat eine Puppe gesehen und die wollte sie unbedingt haben. Und dann hat ein Helfer ihr natürlich diese Puppe gegeben und sie hat sie so fest in ihren Arm gedrückt und sich so gefreut, bis über beide Ohren gestrahlt. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Es gab einen Clown, der gestern auch hier für die Kinder Seifenblasen gemacht hat, Zaubertricks. Und was mich sehr berührt hat dabei, war einfach zu sehen, dass diese Kinder für einen kurzen Moment mal das vergessen können, was gerade in ihrem Leben Tragisches passiert und einfach mal kurz wieder Kind sein konnten. Das fand ich ganz, ganz toll. Auch eine rumänische Familie, die hat traditionelle Kohlrouladen, so ein Essen hier vorbereitet, einen ganzen Tag gekocht und sind 100 Kilometer weit gefahren, um hier anzukommen und den Menschen das zu geben, weil sie gesagt haben, wir können doch nicht ernsthaft bei uns in der warmen Stube sitzen, im Wohnzimmer und einfach nur auf dem Sofa zuschauen, was hier passiert. Wir müssen helfen. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Was konntest du beobachten? Wer kommt gerade an der Grenze an bei euch? Also es kommen tatsächlich hier über diese Grenze hinter mir vorzugsweise Frauen und Kinder. Ganz wenige Männer haben wir auch gesehen oder Jugendliche. Die meisten davon zu Fuß tatsächlich.
Und sie werden dann hier aber sehr, sehr liebevoll und behutsam empfangen. Die Feuerwehr, die das hier alles organisiert, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern, die machen das wirklich toll. Die tragen die Koffer, die tragen auch Kleinkinder, die tragen auch mal Haustiere, Katzen, Hunde, weil viele Menschen natürlich ihre Haustiere auch mitgenommen haben. Die gehören ja zur Familie. Und einer der Feuerwehrmänner, der sagte zu mir auch, wenn er das sieht, wenn er in diese traurigen und auch erschöpften Gesichter schaut von den Menschen und vor allen Dingen auch von den Kindern, dann bedrückt ihn das sehr und dann möchte die eigentlich am allerliebsten alle sofort in den Arm nehmen. Und er sagt, was kann ich machen? Das, was ich machen kann, ist ihnen Kraft und Halt zu geben in diesem Moment und zu sagen, okay, hier seid ihr in Sicherheit, hier seid ihr willkommen. Und das fand ich ja, sehr schön. Jetzt habe ich gerade die Hilfsbereitschaft angesprochen. Also es wird Geld gesammelt, es werden Güter gesammelt, viele kommen mit Transporter an die Grenze. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist tatsächlich so, auch was Frau Büchs eben sagte im Gespräch. Diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die es hier gibt, die ist bemerkenswert. Ganz viele Deutsche haben hier privat gesammelt, haben Spenden, Geldspenden, Hygieneartikel, Windeln, Medikamente, all das, was benötigt wird. Wir waren bei einem Verein der Köche Fulda aus Hessen. Die kommen morgen hier an diesen Grenzort und dann werden die ganzen Hilfsgüter in die Ukraine gefahren. Auch die Ukraine-Hilfe Köln macht sowas oder die Freiwilligen in München. Ganz toll, die nehmen vor allen Dingen dann auch wieder Menschen mit nach Deutschland. Das heißt, es gibt Unterkünfte, die privat organisiert wurden und auch Hoteliers, die sagen, okay, diese Menschen können bei uns erstmal unterkommen und zur Ruhe kommen. Und diese Hilfsbereitschaft, das ist wirklich ganz, ganz toll hier mitzubekommen. Dann hoffen wir, dass das weiterhin so bleibt. Pass auf dich auf und vielen Dank für diese Eindrücke, Swantje. Ja, Herr Rypinski, wir sprechen von 3 Millionen Flüchtlingen, glaube ich, im Moment, die unterwegs sind. Das ist die größte Flüchtlingswelle nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist Deutschland überhaupt in der Lage, mit diesem Strom klarzukommen? Erstmal ist es unsere humanitäre Pflicht, aus meiner Sicht, damit klarzukommen. Wenn wir uns die Situation jetzt anschauen, das sind Menschen, die aus unmittelbarer Nachbarschaft Deutschlands fliehen, die in größter Not fliehen, die das nicht tun, weil sie sich überlegen, dass es irgendwo noch besser sein könnte, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Und deswegen, finde ich, haben wir auch keine andere Wahl und müssen alles dafür tun, dass das gelingt. Das ist erstmal das Kurzfristige. Und da sind ja auch ein paar Bedingungen, Rahmenbedingungen ja auch verändert worden, dass es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel an Sozialversicherungen teilzuhaben, dass es auch vielleicht eine Arbeitsmöglichkeit irgendwann gibt, wenn dieses erste Trauma überwunden ist. Und dann vielleicht noch ein Wort, wenn es dann mittelfristig wird. Das sind ja Menschen, die auch gerne zurück wollen. Also das sind ja eigentlich keine Menschen, die ihre Heimat jetzt wirklich freiwillig verlassen, sondern wenn es wirklich geht, was ja hoffentlich der Fall ist, wollen sie auch zurück. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dann gibt es ja auch die Möglichkeit einer Integration in den Arbeitsmarkt. Ich habe es gesagt, erste Schritte sind schon unternommen und da sehe ich alle Chancen, dass das auch gelingt. Herr Schwarz, sehen Sie das auch so? Also die Flüchtlinge, die bei Ihnen ankommen, sagen die auch, dass sie nur kurz hier bleiben wollen und am liebsten wieder zurückgehen wollen? Das ist sowohl als auch. Also es gibt welche unserer Geflüchteten, die sagen, die wollen sich ein neues Leben in Deutschland aufbauen. Mhm. Und es gibt aber auch welche, die sagen, ne, wir haben es im Video gesehen, ich möchte am liebsten im Mai wieder zurück sein. Also es ist so und so. Und ich glaube auch, dass es einfach total wichtig ist, dass die Menschen eine Perspektive hier haben. Mhm. Weil wenn man solche Erlebnisse erlebt hat, ist einfach das Wichtigste, dass man zur Ruhe kommt und irgendwie im Kopf eine Idee hat, wie es weitergehen kann. Frau Büchs, Sie haben es vorhin angesprochen, diese Solidarität, dass Sie überrascht sind, dass wir diese Solidaritätsbereitschaft gerade so immens erleben. Wie erklären Sie sich denn das? Also ich bin überrascht, dass wir das nach 2 Jahren Pandemiebelastung so stark erleben. Eigentlich weiß man, das ist ganz typisch, dass solche Krisen ganz viele solidarische Handlungen auch tatsächlich anreizen. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, so, einmal sind das eben überwiegend Frauen und Kinder. Und das sind verletzliche Gruppen, das sind einfach vulnerable Gruppen. Da ist, Herr Rypinski meinte das, man hat gar keine andere Wahl. Man sieht das, man sieht Kinder alleine an Bahnhöfen. Also wer da nicht irgendwie denkt, man muss was tun. Das ist das eine. Und das andere ist, Solidarität ist dann besonders stark, wenn man sich den Menschen, denen man hilft, irgendwie verbunden fühlt. Und das sind letztlich Nachbarn. Das ist ja eigentlich vor unserer Tür. Also viele werden sich die Landkarte genommen haben und gesehen haben, dass einfach Kiew nicht so weit weg ist. Das macht uns auch Angst. Also man fühlt sich selbst ja auch irgendwie betroffen und bedroht. Das höre ich in meinem Umkreis ganz, ganz viel. Aber gleichzeitig ist das eben auch Europa.
Und deswegen ist das letztlich nicht so überraschend, sondern etwas, was wir tatsächlich, was mich auch erfreut, dass wir das jetzt zeigen können. Die Herausforderung wird sein, das muss man ganz klar sagen, wenn wir hören, dass 8 Millionen Menschen eventuell fliehen, die sich dann verteilen auf verschiedene Länder, und die vielleicht auch eine Weile bleiben und wir gleichzeitig vielleicht in Deutschland auch erleben, dass bei uns die Energiepreise steigen. Ne? Die Heizung wird teurer, das Tanken wird teurer, dass wir das auch einfach spüren, dass dieser Krieg auch unser Leben verändert, dass wir dann weiter solidarisch bleiben. Trotzdem ist die Frage, also wenn das alles, ich sag mal, im Moment sind wir ja irgendwie alle noch in so einem Schockzustand, wenn sich das alles wieder relativiert, was glauben Sie, wie lange diese Solidarität anhält? Ich bin jetzt wirklich ziemlich zuversichtlich. Ich glaube, dass das sehr klug ist, dass die EU dafür sorgen wird, dass es diesen Sonderstatus gibt. Herr Rapinski hat das angesprochen. Also die Kinder können sofort in die Schulen gehen. Die Menschen, die hier ankommen, können gleich arbeiten. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die Menschen selber, um so eine Stabilität zu kriegen, so einen Alltag zu kriegen, ein Gefühl zu haben, ich bin nicht irgendwie nutzlos, sondern ich kann was tun. Auf der einen Seite und gleichzeitig hilft das natürlich auch beim Ankommen und beim Integrieren im Land. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Und zugleich ist das eben dieser Krieg vor unserer Haustür. Und ich glaube, oder man sieht das einfach überall in Europa, dass da so ein Zusammenstehen entstanden ist. Ein vereinigender Effekt. Und ich glaube, dass der tatsächlich relativ lange anhalten wird. Allerdings hoffe ich, letzter Satz, dass dieser Krieg bald zu Ende ist. Sodass dann hoffentlich wir nicht darüber nachdenken müssen, dass diese Solidarität ganz lange notwendig ist. Trotzdem, wenn wir jetzt die Flüchtlingswelle mit der zu 2015 vergleichen, hat man das Gefühl, es läuft irgendwie anders. Woran liegt das? Weil es weiter weg war und nicht so nah an uns dran ist? Ich glaube, ein paar wichtige Gründe hat Frau Büchs schon genannt. Das Unmittelbare, dass man hat, auch der Krieg als solcher ist ja fast ein Krieg, den wir gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Ein Land überfällt ein anderes und dann auch noch in der Nachbarschaft. Also das ist eine unmittelbare Betroffenheit. Das Thema Frauen, die eben auch noch mal schutzbedürftiger sind mit ihren Kindern, ist auch ganz, ganz wichtig. Und das Thema natürlich der sozusagen kulturellen oder wirklich geografischen Nähe ist auch ganz entscheidend. Ich finde, ein Punkt ist wirklich noch mal ganz wichtig. Wenn diese Menschen bleiben wollen, dann sollen sie auch die Chance haben, dass sie das können. Und ich glaube, dann könnten wir uns sogar darüber freuen, wenn sie bleiben wollen. Die Menschen in der Ukraine bringen vieles von dem mit, was wir hier natürlich auch sehr gut brauchen können, wenn die Menschen hier arbeiten wollen. Es gibt zum Beispiel sehr viele IT-Spezialisten in der Ukraine. Ich meine, wenn die das Interesse haben, in Deutschland zu bleiben, dann würde ich sagen, dann sollten wir uns sehr darum bemühen, dass sie es tun. Wenn sie zurück wollen, dann um Gottes Willen, dann sollen sie das natürlich können. Aber ich glaube, dass alle Möglichkeiten eigentlich da sind, dass man eine Situation schafft, die für beide Seiten zufriedenstellend ist und dass es dann auch wirklich besser läuft als 2015. Ja, sind das sozusagen in Anführungszeichen bessere Flüchtlinge als 2015? Weil viele Afghanen sagen so, für uns habt ihr keine Züge bereitgestellt, das Handynetz war nicht frei. Also warum gibt es zu Recht da vielleicht an der Stelle auch Beschwerden? Ich glaube, sie machen weniger Ängste, das ist so. Das ist was Subjektives, was man auch gar nicht, diese Ängste muss man auch nicht richtig finden, die 2015 entstanden. Sie sind aber entstanden und das hat die Situation problematischer gemacht. Eine Sache, finde ich, ist aber auch was Positives, was daraus entsteht. Wenn man sich mal ein Land wie Polen anguckt, die ja besonders viel Abwehrhaltung gezeigt haben gegen die Flüchtlinge, die wir im Jahr 2015 hatten, die jetzt gerade das Land sind, das am meisten Flüchtlinge aufnimmt. Vielleicht ergibt das sogar eine Chance, über Flüchtlingsaufnahme im europäischen Kontext noch mal neu zu denken. Denn da war die Debatte ja wirklich sehr, sehr verfahren und verkantet. Ja, wir können nur hoffen, wie Frau Büchs schon gesagt hat, dass das bald ein Ende hat. Die Solidarität überrascht uns alle. Das kann gerne so weitergehen. Herr Schwarz, wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft und verabschieden Sie an dieser Stelle.